So, Xillia Outfit 1 für Gaius bekommen, das rüste ich doch gerne aus. Ja, weil das Outfit ist schon auf jeden Fall Boss, das kann man sagen. So, auf zum nächsten Figurenereignis. Sofern überhaupt noch eins bleibt. Zwei Stück haben wir, drei Stück haben wir hier. Eins sogar in einem neuen Gebiet, wo wir noch nicht waren. Das müssen wir natürlich erstmal suchen. Das machen wir aber anschließend. So, erstmal nach Nia Kara. Kann sein, dass Millers Geschichte hier auf uns wartet. Natürlich die neue Miller. Kurz geschaut, wo das ist. Mal gucken, ob ich es auf Anhieb finde. So, müsste rein theoretisch hier drin sein. Ist es auch, und es ist tatsächlich Miller. Miller, Kapitel 3. Die Miller, die wir kennen. Lady Mila, you've deigned to return to us at last. It's been a while. Has everything been going smoothly in my absence? Yes. Thanks to the myriad blessings of Lady Mila, our lives remain free of want or worry. Very well. That's good to... Hey, can you cook? Cook? I've never tried. Did you want to taste my cooking? Not really. I just remembered what a good cook Mila was. Oh. You know what? I'm never calling you by her name. I only know one Mila. Very well. If that pleases you. This doesn't tick you off? I mean it. I'll never call you by her name. That's fine. And if you decide to change your mind one day, that's okay too. Why would I change my mind? That's for you to decide. You sure are cold. Cold? I'm sorry. I wasn't trying to come off that way. Saying you're sorry doesn't fix squat. I suppose you're right. But maybe you'd be interested in being friends? Friends? Where'd that come from all of a sudden? I just like to know you better, Al. Not just for my sake, but for the other Mila, too. I hate you! Was sagst du? Willst du ihr nicht nachgehen, oder du darfst ruhig wütend auf sie sein? Wir fragen, ob sie nicht nachgehen will. I doubt chasing her right now will accomplish anything. So you really do want to be friends with her? I know it can't be easy for her to overcome the loss of someone so close, but I do want her to get on with her life. All humans have that capability. Still, I think that probably wasn't the best time to ask her to be friends. Next time, how about trying to gently support her feelings? Supporting her physically is easy enough, but feelings can be so difficult. So etwas kann man halt nicht übers Knie brechen, oder ich helfe dir so gut ich kann. Das machen wir natürlich. Wir bieten unsere Hilfe an. Thank you. I appreciate the gesture. Unfortunately, I don't have a lot of time left. How come? As I said before, maintaining my physical form here is consuming precious mana. I must resolve this situation as quickly as possible and return to the spirit realm. Yeah, you're right. I'm sorry. I didn't mean to sound cold. I guess I'm pretty lousy at supporting your feelings, too. That's not true. I know that you're always by my side. And you always will be. Jude. Oh, das war's schon. Mit Millers Kapitel 3 war sehr, sehr kurz. What is it? You've been staring at me for some time. That hair that sticks out of your head. I don't think my Mila had that. Okay, es gab eine Farbvariation bei Miller. Schauen wir uns natürlich das kurz an. Och Gott, das ist cool. Das nehmen wir doch rein. So, ich glaube, da das jetzt recht kurz war, machen wir uns auf den Weg hierhin. Lass mal schauen, was grün ist. Grün ist das hier. Ah, die zwei Punkte haben wir auch noch nicht.
Dann brauche ich Rot. Fort Kandala. Ah, stimmt, wir müssen noch durch Fort Kandala laufen. So, müsste jetzt offen sein eigentlich. Mal schauen. Ja, sehr schön. Steht uns offen. Hier eigentlich nur geradeaus durch. Hier ist noch ein Raum auf der linken Seite. Betreten wir ganz kurz. Wenn es da noch weitergeht, werde ich nicht weiter in diesen... Oh. Okay, wohin führt das denn? Jetzt interessiert es mich doch. Ich würde eigentlich sagen, dann werde ich nicht so weit in diesen Komplex eindringen wollen. Da ist eine Katze. Du gehst mit uns. Mehr haben wir nicht. Fort Kandala selbst ist ein Gebiet auch aus dem ersten Tales of Teil. Bin ich nur mal gespannt, was es hier so gibt. Hier geht's nicht raus. Okay, hier ist offen. Aber mehr scheint es hier nicht zu geben. Gehen wir wieder raus. So, raus und dann nach links, glaube ich, müssen wir. Ja, können hier dann komplett durch. Die Musik hier ist ein bisschen creepy. Kann auch nur mir so vorkommen, natürlich. So, wir sind draußen. Barnauer Höhenstraße ist das nächste Gebiet, das wir jetzt durchlaufen werden. So, natürlich auch neue Gegner, die wir so noch gar nicht kannten. Ah, sieht cool aus. Vielleicht auch ein Elite-Gegner, der hier irgendwo rumschwirrt. Kann man sich ja auch gut vorstellen. Gegen die Gegner hier werde ich jetzt mal nicht kämpfen. Ich denke, das kann ich offscreen so ein bisschen erledigen. Oh, zwei Wege gibt es. Wir gehen nach rechts zuerst. Und schauen mal, wo der Weg hier hinführt. Mittlerer Bereich. Auch hier uns kurz die Karte anschauen. Auch hier wieder zwei Wege. Ich glaube, ich nehme aber jetzt hier den linken. Oh wow, leuchtende Bäume. Da ist jemandem was eingefallen. Das ist richtig cool hier. Oh, so wie es aussieht, können wir hier aber nicht... nach oben oder doch? Oh nein, können wir gar nicht. Das heißt, wir können nur von oben hier runter. Gehen wir doch mal kurz in die Höhle. Ich denke, helfen wird uns die jetzt nicht. Nein, ist nur eine Kiste drin. Ein seltenes Metall. Bedeutet, wir müssen wohl doch erstmal hier auf diesem Weg bleiben. Die leuchtenden Bäume sind schon cool. Oh Gott, sie werden immer mehr. Fenmont. Okay, das ist das nächste Gebiet. Auch hier geht es wieder eine Abzweigung nach links. Dann laufen wir erstmal hier links entlang. Schauen uns da gemütlich um. Genau, hier ist der Weg dahin, der Weg dahin. So, dann hätten wir die Karte soweit kurz geöffnet. Dann gehen wir doch mal nach Fenmont. Fenmont, habe ich fast vergessen, ist nämlich die erste oder die Anfangsstadt aus Tales of Xillia 1. Habe ich wirklich fast komplett vergessen. Also ihr seht hier, ist eine extrem leuchtende Stadt, sehr hell, aber auch gut gemacht. Rein vom Design her, also hat mir beim ersten Teil auch schon sehr, sehr gut gefallen. Und hier haben wir auch das Figurenereignis, müssen hier ein bisschen geradeaus durch. Ich vermute mal, dass Jude hier auf uns wartet. Nein, es ist Musée. Dann machen wir doch das Figurenereignis hier schnell.